Mit dem heutigen Projekt will ich mal so ein bisschen die Chance ergreifen, auf ein gewisses Thema so ein bisschen aufmerksam zu machen. Ich denke, das ist mal ganz schön, wenn man das aus einem anderen Blickwinkel sieht. Ich möchte speziell heute gar nicht mal die Tischler, Schreiner, Selbstständigen, die irgendwie was herstellen oder die Schlosser ansprechen oder generell alle, die irgendwie was herstellen. Ich will heute diejenigen ansprechen, die das nämlich nicht tun, weil wenn man das halt eben nicht tut und man da nicht so drin ist, weiß man das vielleicht gar nicht so sehr. Deswegen, darum soll es heute so ein bisschen gehen. Parallel dazu werden wir noch ein cooles Projekt bauen, was ganz viel Ordnung bringen wird. Und wie immer werden wir in dem Video ganz viele tolle Maschinen sehen. Und ja, langsam läuft es hier richtig, richtig gut. Alle Maschinen sind gut abgestimmt. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mit dem Massivholz an. Oh, ist die schwer! Thank you.
Es wird immer wärmer und das Projekt ist jetzt auch mittlerweile fertig. Was haben wir denn Schönes gebaut? Wir haben eine große Schublade gebaut, die man auf beiden Seiten nutzen kann, weil ich meine Werkstatt ja so ein bisschen umgeräumt habe. Und so ist es dann einfacher, Dinge, die man öfters hier benutzt, hier reinzulegen und die Schublade aber trotzdem beidseitig benutzen zu können. Davon haben wir auch hier eine zweite. Die kann man natürlich jetzt hier eher besser benutzen, weil der Staubsauger auf der anderen Seite noch steht. Aber vielleicht ändert sich das ja noch in der Zukunft. Das Ganze ist auch eigentlich ganz cool gelöst, weil das Ganze kippelt nicht, weil wir hier in der Schublade unterhalb eine Nut haben, hier einen Falz und deswegen sitzt das Ganze hier relativ stramm drin. Ich finde auch, die Verarbeitung ist echt vollkommen okay, gefällt mir richtig, richtig gut. Und bei diesem Projekt ist mir nämlich eine Sache aufgefallen und das ist das Kernthema des heutigen Videos. Ihr habt ja sicherlich mitbekommen, dass ich ein absoluter Maschinenfan bin und in den letzten Monaten speziell ist das immer mehr geworden. Und jetzt ist ja erst seit kurzem hier diese Formatkreissäge in der Werkstatt und jetzt ist mir aufgefallen, dass man erst jetzt wirklich super, super effektiv arbeiten kann. Denn so eine Formatkreissäge, die beschleunigt diese kompletten Arbeiten, weil sie halt einfach super, super universell einsetzbar ist. Dann habe ich jetzt erst vor kurzem noch meine Absauganlage upgradet. Sie ist stärker und wird besser abgesaugt. Jetzt kann ich auch endlich meine große Bäuerle absaugen. Ich habe hier diesen Absaugschuh abgeändert und dazu habe ich eine digitale Höhenskala angebracht, die sogar teilweise noch exakter ist als in Schreinereien. Das soll jetzt nicht irgendwie blöd gemeint sein, aber ich habe mich mit Schreinern tatsächlich unterhalten, denn ein befreundeter Schreiner hat genau die gleiche Hobelmaschine oder ich habe die gleiche Hobelmaschine wie er und er hat gesagt, er benutzt noch diese ganz normale Skala, weil er arbeitet so auf einen Millimeter, da wird ja sowieso noch ein bisschen runtergeschliffen und so kommt er wirklich super, super gut halt mit seinen Projekten voran. Ich habe jetzt natürlich hier die Möglichkeit, euch das so zu zeigen. Ich habe hier jetzt viele Maschinen drin stehen und im Prinzip wäre das hier eine richtige Schreinerei, bis auf ein paar Ausnahmen natürlich. Und hier könnte man wirklich normal Möbel bauen, so wie es auch in mancher Schreinerei getan wird. Und weil ihr das jetzt alles gesehen habt, ziehe ich dermaßen meinen Hut vor denjenigen, die sagen, die wollen jetzt eine Schreinerei eröffnen und stehen jetzt vor dem Punkt, dass die sich wirklich auf einen Schlag diese ganzen Maschinen kaufen müssen. Ziehe ich extrem meinen Hut und das will ich heute mit dem Video mal so ein bisschen zeigen, damit man sowas in einem guten Zeitpreis-Leistungsverhältnis halt herstellen kann, dass man halt nicht zu lange braucht, weil man vielleicht eine Maschine nicht hat. Das ist super, super kostenintensiv, dass man sowas überhaupt erstmal als Grundlage hat. Und das heißt ja dann noch nicht einmal, dass man genügend Aufträge hat und davon das alles richtig gut bezahlen kann. Ich will das nicht auf mich beziehen. Ich bin ja komplett eine andere Gruppe. Ich filme das Ganze hier und hier sind keine Projektaufträge drin oder werden nicht hier drin hergestellt. Aber wann immer ihr vielleicht beim nächsten Mal vor der Herausforderung steht, dass ihr irgendwie etwas braucht, wie zum Beispiel eine Küche oder vielleicht ihr müsst wirklich was Großes, Aufwendiges machen lassen, was ihr selbst nicht tun könnt, zum Beispiel ein Dachdecken, dass man hier jetzt einfach mal wieder gezeigt bekommen hat, manche Dinge, um die halt eben umzusetzen, das ist abgefahren, was man da für Equipment braucht. Ein Kollege von mir zum Beispiel, der heißt zum Beispiel auch Philipp, der hat einen Baumpflegeservice, hört sich ein bisschen einfach an, aber die machen wirklich die großen Pötte klein, also die fällen wirklich die ganz, ganz großen Bäume und das ist abgefahren, was man da für Equipment braucht, was das kostet, um eben so eine speziellere Aufgabe lösen zu können. Also an alle die, die sich irgendwie selbstständig gemacht haben und eine Firma haben und so etwas wirklich von heute auf morgen im Prinzip umgesetzt haben und haben gesagt, okay, komm, ich starte das Ganze jetzt, nehme vielleicht einen Kredit, damit ich einmal die Grundausstattung habe, um ganz viel Arbeit halt eben aufzubringen, um den ganzen Kram wieder abbezahlen zu dürfen. Ich ziehe meinen Hut davor. Und ich wollte das in dem Video, wollte ich das mal so ein bisschen zeigen, weil jetzt bin ich persönlich an dem Punkt angekommen, wo ich selbst sage, dass ich alle Maschinen habe, die ich im Prinzip brauche, um wirklich effektiv und vielleicht, ich will es mit einem ganz großen Gänsefüßen, Schreiner ähnlich herzustellen. Daher meine ich natürlich nicht das Wissen, sondern einfach nur das Equipment, um das Ganze herstellen zu können. Ich habe eine Formatkreissäge, bald habe ich noch eine ganz große Abrichte. Ich habe eine normale Dickenhobelmaschine, ich habe eine Systembohrmaschine. Das heißt, ich habe im Prinzip alles, was ein normaler Schreiner und teilweise sogar ein bisschen mehr, um halt eben produktiv sein zu können. Ich habe nie gesagt, dass ich selbst mich als Heimwerker sehe. Ich bin halt einfach ein Typ, der mag das ganze alte Zeug. Ich mag einfach Maschinen. Ich bin einfach fasziniert von dieser Technik. Deswegen braucht niemand zu schreiben, okay Philipp, das ist aber keine Heimwerkerei mehr, habe ich niemals so gesagt. Aber so hat es halt eben bei mir angefangen und das ist halt eben daraus geworden. Wie gesagt, hier diese Formatkreissäge hat super, super viel jetzt tatsächlich verändert, denn jetzt kann ich wirklich Plattenmaterialien wirklich auf einen halben Millimeter genau ablenken, so dass es auch schnell geht, so dass ich nicht erst alles umräumen muss, um meine Tauchsäge zu nehmen, die auch nicht wirklich gut und genau ist. Jetzt kann ich einfach sagen, okay, ich schneide das jetzt auf 90 Grad und ich weiß, es sind genaue 90 Grad. Hier noch eine Kleinigkeit.
Das könnt ihr übrigens so ein bisschen umgehen. Das hat mir aber halt eben nie gefallen. Ich wollte eine Maschine haben, mit der ich alles machen kann. Und zwar ist das eine normale Tischkreissäge für Längsschnitte zu machen und eine normale Kappsäge, die halt eben ein bisschen genauer ist, um damit alles ablenken zu können. Damit kann man sich viel, viel weiterhelfen und braucht halt eben teilweise nicht so eine Formatkreissäge. Mit einer guten Tauchkreissäge kann man sich das halt eben noch so ein bisschen ersparen. Weil ich weiß, ein paar werden schreiben, ja, jetzt drehe ich wieder komplett ab. Aber schaut mal ganz genau in die Werkstätten. Ich habe keine Festool-Kappsäge, keine Festool-Tauchsäge oder keine ganz große Bosch-Kappsäge. Ich hatte immer so eine alte Baukreissäge, mit der man ganz grob Material zuschneiden konnte. Und wenn ich dann eine Tischkreissäge hatte mit einem Schiebetisch, der war selbst gebaut. Das heißt, ich habe mir oftmals einfach selbst weitergeholfen und das wollte ich hier an dem Punkt nur ganz kurz noch ansprechen. Ich ziehe meinen Hut vor allen selbstständigen Schreinern, Schlossern, die eine große Werkstatt haben. Maschinen sind teuer und deswegen sind auch teilweise einfach die Preise so, wie sie sind. Vielleicht bist du ja selbstständig und führst schon länger ein Geschäft und weißt, wie das irgendwann mal war, dass du gesagt hast, boah, ist nicht mehr so viel Kohle da, weil das jetzt alles in Form von einer Maschine in der Werkstatt steht, damit du halt eben ganz viele Stunden in der Werkstatt verbringen kannst und hoffentlich alles wieder zurückzahlen zu können. Schreib doch gerne mal so ein bisschen deine Erfahrungen in die Kommentare. Und was mir ganz, ganz wichtig ist, das hier soll nicht irgendwie hochnäsig oder so rüberkommen, weil ich jetzt so viele tolle Maschinen habe. Mir ist es ganz wichtig zu sagen, das liebe ich. Ich liebe alte Maschinen, neuere Maschinen teilweise natürlich auch. Und so wollte ich es einfach mal nur zeigen, was man alles braucht, um effizient etwas herstellen zu können. Das soll es für heute gewesen sein. Jetzt haben wir ein schönes Schublädchen, damit ich wieder ein bisschen Unordnung machen kann in den Schubladen. Und bis zum nächsten Video wünsche ich euch allen natürlich einen ganz tollen Tag. Hier findet ihr wie immer zwei weitere Videos und bis zum nächsten Video sage ich Tschüssi.